Dobrodošli u Jak FIBA. Ja sam Drago Vuković. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assemacher, Hallensprecher der Füchse Berlin. Heute 28:28 gegen die Recken aus Hannover. Und mein heutiger Studiogast ist unsere Nummer 6, Drago Vukovic. Ein sehr erfahrener Spieler, wo ich früher schon als kleiner Junge geguckt habe und mal gedacht habe, so einer will ich auch mal werden. Und ist toll, mit ihm jetzt zusammenspielen zu dürfen. Vukovic auch. Ich normalerweise alle Kroaten, ich habe gespielt mit in meiner Karriere in Hamburg und so früher, waren alle richtig gut im Basketball. Aber Drago hat große Probleme mit Basketball. Handball spielen kann er dafür umso besser. Herzlich willkommen bei Jagdfieber, Drago Vukovic. Ich begrüße meinen heutigen Studiogast Drago Vukovic, unsere Nummer 6, Neuzugang aus Lübeck. Drago, wir sitzen hier nach einem Spiel, was leider unentschieden ausgegangen ist. Aber erklär mal ein bisschen was zum Spiel. Ja, schade am Ende. Wir haben richtig gute erste Halbzeit gehabt und zweite waren wir ein bisschen schwach in beide Seiten, Angriff und Abwehr. Und ich denke, am Ende hat Hannover einen Punkt mindestens verdient. Zum Glück haben wir unentschieden am Ende gespielt. Wir waren richtig in großer Loch zweite Halbzeit. Müssen wir sehen, wo haben wir Fehler gemacht und vielleicht nicht das machen im nächsten Spiel. Das letzte Spiel unentschieden gegen Magdeburg, da wart ihr 9 Tore zurück, holt noch das Unentschieden. Habt ihr da dran geglaubt? Ja, wir glauben nicht mehr, aber am Ende, das war schwer zu glauben. Aber das kann man auch heute Hannover fragen. Die waren auch 6 Tore hinten und die haben auch geschafft und fast gewonnen. Und so ist Handball, so ist Sport. Müssen wir was von das lernen und versuchen, nächste Spiele besser zu machen. Man sagt ja, wenn eine Mannschaft so neu zusammengestellt ist, braucht es eine lange Zeit, bis ein Team ist, was zusammenspielt. Es braucht natürlich auch Zeit, bis die Abläufe stimmen. Ihr habt ganz kurz zusammengespielt, Weltclub-Weltmeister. Wir haben, glaube ich, ein Spiel verloren gegen Melsungen. Ansonsten alle Spiele entweder gewonnen oder jetzt die Unentschieden. Kann man eigentlich gar nicht meckern. Ja, klar, meine Meinung auch. Und ich sage, wir haben eine richtig gute Truppe, gute Mannschaft und dann ist es nicht so schwer, wann kommen sie in eine neue Mannschaft, um sich erholen, zum Reinkommen in die Mannschaft. Und wir müssen weiter so arbeiten und schauen wir nach vorne. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz auf den Spielbericht. Das 28:28 Füchse Berlin gegen die TSV Hannover Burgdorf. Am Ende finden die Recken keine Lücke mehr. Den letzten Angriff der Partie bei den Füchsen können die Spieler von Trainer Jens Bürkle nicht mehr zu Ende spielen. Und so steht es nach emotionalen 60 Minuten 28:28 unentschieden. Sowohl Kai Häfner als auch ich sagen gerade in der Kabine, wir haben beide so eine Situation, wo wir denken, da können wir eigentlich schießen, aber wenn noch 10 Sekunden auf der Uhr sind und das ganz blöd läuft und der eben nicht sitzt, dann klingelt es hinten noch und du nimmst gar nichts mit. Deswegen sind das immer so... Ja, zwei Varianten und dass wir am Ende dann keinen Schuss mehr vernünftig aufs Tor bringen, das müssen wir uns ein bisschen vorwerfen. Nach der Moral von Magdeburg wollen die Füchse nun einen Sieg auf das phänomenal erkämpfte Unentschieden folgen lassen. Ein Energiebringer dafür ist die Glanzparade von Silvio Heinevetter beim 7 Meter gegen Hannovers Lars Lehnhoff. Aus der Kategorie So nicht, mein Freundchen. Sehr zur Freude von Manager Bob Hanning, der sich einen ruhigeren Spielverlauf als zuletzt in Magdeburg wünscht. Und der mit Peter Nenadic einen Spieler hat, der dies maßgeblich beeinflussen kann. Der Top-Torschütze der Füchse mit starker Finte und der richtigen Entscheidung. Berliner Spielfluss sieht in der ersten Halbzeit wie folgt aus. So lange warten und spielen, bis der Mitspieler frei ist. Peter Nenadic, Jesper Nielsen und Jakob Gujun sind die Station des 5:2 nach gespielten 8 Minuten. Die Recken aus Hannover können in dieser Szene durch gute Abwehrarbeit erstmals zum Tempo Gegenstoß ansetzen. Timo Kastening, der beste Werfer der Niedersachsen an diesem Tag, lässt dem Dauerbrenner im Tor der Füchse Silvio Heinevetter in dieser Szene keine Chance. Ein Duo bei den Füchsen, das derzeit richtig gut harmoniert, ist Peter Nenadic und Jesper Nielsen, der von den intelligenten Anspielen seines Spielmachers profitiert. 9:5 für den Vereinsweltmeister gegen Mitte der ersten Hälfte. Die ausgesprochen gute erste Hälfte der Füchse endet mit einem Tempo-Gegenstoß durch Linksaußen Bjarkima Ellison, der die Führung der Spieler von Trainer Erlinger Richardson auf 18:12 ausbaut.
Ich denke, dass das, was wir letzte Woche in Magdeburg positiv erlebt haben, haben wir heute negativ erlebt. Erste Halbzeit richtig gut gespielt, 6 Tore Vorsprung rausgeholt und dann zweite Halbzeit hast du irgendwie aus der Hand gegeben und dann am Ende uns auch in Unentschieden gerettet. Ja, zufrieden sind wir nicht. Die zweite Hälfte beginnt für die Füchse offensiv mit einem Fehlwurf von Peter Nenadic und in der Folgezeit mit weiteren Treffern der Gäste. Der sprunggewaltige Kai Heffner kann nach 37 Minuten auf 19:18 verkürzen. Im Angriff der Berliner bringt Nationalspieler Fabian Wiede zunächst neuen Schwung und im Tor der Berliner riskiert Silvio Heinevetter Kopf, Kragen und Stirnband. Als Fabian Wiede zunächst trifft und dann in der Abwehr den Wurf vom ehemaligen Mannschaftskollegen Sven-Sören Christoffersen blocken kann, können die Füchse zunächst wieder davonziehen. Doch die Recken kämpfen weiter, erkämpfen sich Bälle. Mike Pertuel erahnt den Pass von Fabian Wiede und ist dann zu temporeich. Es ist und bleibt eine Zitterpartie. In der Sven-Sören Christoffersen 7 Minuten vor Ende des Spiels die Gäste erstmals mit 25:26 in Führung bringt. Der Ausgleich folgt durch Kent Robin Tönnissen. Die Füchse werden für ihr Risiko belohnt. Und den Tor der Berliner kann dann Angelo Grunz einen wichtigen Wurf von Kai Heffner parieren. Am Ende teilen sich beide Teams die Punkte. Die Füchse blicken nun schon einmal dem nächsten Heimspiel gegen Kiel entgegen. Ich glaube, gegen Kiel ist es egal, ob man zu Hause oder auswärts spielt. Wir sind natürlich glücklich, dass wir im ersten Spiel gegen Kiel die Fans hinter uns haben. Und da probieren wir natürlich das Bestmögliche rauszuholen und werden nochmal richtig motiviert sein, um Kiel auf die Stirn zu bieten. Nach 2 emotionalen Unentschieden, einmal in Magdeburg und einmal gegen die Recken aus Hannover, wünscht sich Bob Hanning im Übrigen nun mal, ein Spiel ganz normal gewinnen zu können. Wir haben gerade gesehen, erste Halbzeit, tolle Kombination, das ging alles locker von der Hand. Zweite Halbzeit war es dann so, dass irgendwie, als wäre ein Flattermann da, man etwas nervös geworden wäre. Kannst du so kurz nach dem Spiel das tatsächlich analysieren? Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass es schwierig ist, darüber was zu sagen, muss man in Ruhe machen. Aber versuch emotional einfach mal zu sagen, was war die Hauptursache, dass die zweite Halbzeit so unterschiedlich war wie die erste? Das ist immer schwer zu erklären. Und, ich habe so viele Spiele solche gehabt und so viel in Karriere gespielt. Und man sich selber immer fragt, wo war das Problem zweite Halbzeit. Aber ich denke, dann verliere die kommen gut an in der zweiten Halbzeit. Wir stehen, die machen 4-0 oder sowas. Dann verliere ein bisschen Selbstvertrauen und so. Erste Halbzeit hat alles gelaufen. Hinter dem Torwart haben wir gehabt, super Abwehr, Gegenstoß, alles. Und dann kommt diese Krise und dann muss sich finden, diese Ausgang von dieser oder muss rausgehen von dieser Krise. Und wer macht das besser oder macht keine Krise, er gewinnt immer. Aber das ist schwer immer zu erklären, sage ich. Ich glaube auch, dass es sehr schwer zu erklären ist, aber ich glaube auch nach wie vor, dass wir uns gar nicht verstecken müssen. Wenn wir zur letzten Saison zurückgehen, wir haben zu Hause gegen Hannover definitiv verloren. Wir haben jetzt einen Punkt geholt, also sind wir da schon mal ein bisschen im Plus. Und bei den vielen Punkten, die wir jetzt schon geholt haben, kann man auch überhaupt nicht meckern. Auch meckern überhaupt nicht kann man das mit den zwei Riesen unserer Füchse. Ich glaube, du warst mit Jakob, unserem zweiten Riesen, unterwegs. Und wie das war, das schauen wir uns jetzt an. Neue Perspektiven für zwei, die sich bereits schon richtig gut kennen. Zwei, die man mit Fug und Recht aktuell als die Riesen von Berlin bezeichnen darf. Im Abwehrblock der Füchse dominant, vor der Miniaturwelt des Loks Malexa G und entspannt. Prvi dojmovi su stvarno super u Berlinu, jedan lijep grad, jedan veliki grad, treći u mojoj karijeri. I mogu reći stvarno da su mi prvi dojmovi jako dobri, što meni, što mojoj familiji i stvarno uživamo u Berlinu. Es ist für ihn auch eine richtig geile Stadt und erster Eindruck ist richtig schön und macht richtig Spaß, mit seiner Familie hier zu sein. Die Verpflichtung der beiden darf zweifelsohne als taktisch und menschlich geschickt bezeichnet werden. Wir kennen uns beide natürlich bereits sehr lange, was uns extrem hilft. Wir sind entsprechend aufeinander eingespielt und können das nun im täglichen Training noch verfeinern. Aber wenn uns das Team nicht so gut aufgenommen hätte, könnten wir natürlich auch nicht so gut harmonieren.
Jakov Guyun, der vor der Spielzeit auch in Paris hätte bleiben können, entschied sich aber ganz bewusst für eine tragende Rolle in der deutschen Hauptstadt, die ihn auch kulturell verzückt. Paris ist zweifelsohne eine richtig schöne Stadt, die ebenfalls eine beeindruckende Geschichte vorweist. Aber mein erster Eindruck von Berlin ist, dass es hier im Stadtzentrum direkt viele Parks und Grünflächen gibt, so wie den Tierpark beispielsweise, was für mich, meine Familie und meinen Hund richtig super ist. Berlin ist groß und faszinierend. Mehr als vielversprechend begann das Gastspiel der beiden kroatischen Hünen in Berlin. Gute Ergebnisse, ein Vereinsweltmeistertitel. Und ein Team, das den beiden vertraut, sich an Drago und Jakov orientieren kann. Es hängt natürlich viel davon ab, dass wir verletzungsfrei durch die Spielzeit kommen. Klappt das, dann haben wir letztlich ein handballerisch gutes Team, das aber gerade auch über viele gute Charaktere verfügt. Und sowas führt letztlich immer zu Erfolg. Weiter neues Kennenlernen, viel entdecken und die bisherigen Leistungen bestätigen. Jakov Guyun und Drago Vukovic ergänzen sich perfekt. Ein Umstand, der nicht nur den Füchsen nützt. Du warst mit unserer Nummer 10, mit Jakov Guyun, unserem neuen Abwehrchef, warst du zusammen im Miniaturland. Wie hat es dir da gefallen? Ja, super. Ich wusste gar nicht, dass das gibt in Berlin. Und ich hoffe, in diesen nächsten 3 Jahren, da ich sehe alles. Es gibt so viel zu schauen in Berlin und ich hoffe nur, dann kommt vielleicht ein bisschen besseres Wetter, dann kann man ein bisschen mehr spazieren und alles. Aber erst muss Handball das Wichtigste und dann, so, wenn es freier Tag oder so, dann nutze ich ein bisschen zu spazieren und so und mit Familie. Und wie motiviert euch der Trainer? Ihr habt so viel gespielt in der letzten Zeit. Ist es da das höchste Gut der Motivation, wenn er sagt, pass auf, wenn er heute gewinnt, dann kriegt er 2 Tage frei? Oder wie macht er das? Bis jetzt nicht. Solche Sache. Nein, ich denke, er motiviert uns immer und wir arbeiten richtig gut mit ihm. Aber ich denke, jeder Spieler muss selber sich motivieren und jeder Spieler muss selber diese Konzentration finden für Spiele. Und gibt ein paar dieser erfahrenen Leute, welche kennen das schon. Und das ist unsere Arbeit, das ist unsere Liebe, unser Leben. Und gibt es keine Unverständnis, wenn ein Spiel so schlecht oder sowas wie ich gegen Magdeburg. Das ist, es gibt solche Tage, das ist klar, das war nicht mein erstes und letztes Mal, aber wir müssen probieren immer besser und besser. Ich habe gehört, dass Erlingur ganz ruhig war auf der Bank, obwohl wir wirklich nicht gut gespielt haben, die erste Zeit in Magdeburg, und gesagt hat, das kann jedem passieren. Ich kenne da Trainer, die sonst eigentlich ein bisschen lauter werden, aber Erlingur war relativ ruhig. Ja, Erlingur ist ziemlich so ruhiger Trainer und macht nicht so viel Stress wie manchmal bei uns in alte Jugoslawien oder so, in Kroatien oder Serbien oder so. Bei uns ist vielleicht sind Trainer viel mehr emotionell. So. Und, ich weiß nicht, von einer Seite ist eine gut, von anderen dieses gut, aber muss man eine Mitte finden. Und ich denke, Erlingo macht das gut und ich wünsche ihm alles Gute bis Ende der Saison. Ihr spielt so kurz zusammen, aber man sieht schon auf jeden Fall, ihr harmoniert wirklich toll untereinander. Es ist ein Vorteil, dass jetzt mit Jakov, dir und mit Peter jemand da ist, ich sag mal, eine Jugo-Connection? Ja, klar. Wir reden fast das ganze Spiel auf unserer Sprache. Ist viel einfacher für uns. Und für mich ist Deutsch auch kein Problem. Und wir kommen fast aus gleicher Schule und gleiche Verständnis von Handball. Und ich sage nicht, dass es viel einfacher als mit anderen, mit Fabi, mit Tonessen oder sowas. Ich sage das auch nicht. Aber kann man uns besser verstehen und so. Aber ich habe keine Probleme mit anderen Spielern auch. Man merkt ja, du bist kurz hier. Wenn ich deinen Namen rufe, macht es den Leuten auch Spaß, deinen Namen langgezogen mitzusprechen oder mitzuschreien. Es gab jemanden, bei dem war das auch so, das war bei Ika. Ich glaube, du bist auch der geborene Führungsspieler, oder? Ah, weiß nicht. Ich sage immer, wenn Mannschaft steht gut, Ganze, dann gewinnen wir immer. Diese Führungsspieler, die haben mir gesagt, ich war in Lübeck, ich war in Gummersbach oder sowas, das ist immer schwer. Vielleicht ein Stück nach vorne, aber jetzt ist das Beste, unsere Torschütze ist Peter und jemand sagt, er ist Führungsspieler oder sowas. Aber ich denke, das ist gar nicht wichtig und so. Vielleicht muss ein Spieler so ein bisschen Druck machen oder sowas, dann Spieler sind wach ein bisschen oder sowas. Aber ich probiere immer selber, für mich selber alles zu geben und versuchen und schauen wir. Ich hoffe, dann spiele ich gut weiter. Unsere Nummer 6, Drago Vukovic. We'll be right back.